Dieser lange Weg, ich bin schon seit Tagen gelaufen. Ach, Emily. Und die grün. Sehr schön.
Cappuccino oder was? Tururu. Hey, nein, greif keine Kette an. Nein, ich bin nur mit dem Gott verwandt. Was soll das? Lass mein Fahrrad da in Ruhe. Wenn du mir noch weiter auf die Nerven gehst, wirst du was erleben. Du wagst es, meine Tochter zu bedrohen? Du wagst es, einen Gott zu bedrohen? Ja, weil ich selbst ein Gott bin. Ah, also nur ein Halbgott. Hey, lass ihn in Ruhe! Sieh, halt dich da raus! Geh zu den anderen! Schön aus unserem Reich. Ah, hier ist also der Ort der Halbgötter. Was? Ihr habt Elfen? Ja, ein Problem damit. Sie sind jedenfalls viel netter als du. Oh mein Gott. Was? Das ist... Ist das Rosalie? Das ist Rosalie. Oh, ja. Dann sollte ich Red Waters da mal den Bescheid sagen. Dann sollte ich dem Chef unbedingt Bescheid sagen, wenn ihr da bedroht! Chef, was ist? Wisst ihr überhaupt, wenn ihr da bedroht? Ja, ich weiß es. Und? Ein Gott. Ein komisches Pferd, was aussieht wie ein Gott. Das ist Rosalie! Und dann ist es halt ein Gott. Aber kein Grund, in unser Reich einzudringen. Ich bin nur hergekommen, um euch zu warnen. Drachagon herrscht nämlich über die ganze Galaxis. Außer hier. Ihr seid der hellste. Hier ist der hellste Ort, den ich kenne. Der einzige hellste Ort in der Galaxie. Na gut, wir helfen euch. Aber nur, wenn ihr uns dann in Ruhe lässt. Wenn ihr uns helft, helft ihr euch selbst. Und wenn ihr euch helft, lasse ich euch auch in Ruhe. Oh, weise Worte. Gut, wir machen mit. Die Fuhren bleiben aber aus dem Spiel. Gerne, gerne. Ich erstmal bei euch übernachten. Na gut, ich zeige dir dann. Schlafplatz. Großen Herz, pass auf, dass die Fuhren unsere neuen Besucher nicht kennenlernen. Mitkommen. Hey, aber erstmal muss ich die Schatten erstmal von mir bringen. Ich muss nicht hin. Ja, ich hab gut Scheißpferd. Oh, nein, du bist kein Pferd. Kein Scheißpferd. Hallo, ich hab eine wichtige Neuigkeit, euch zu erzählen. Nein, wir spielen gerade Versteck. Deswegen habe ich ja gesagt, sie sollen alle raus aus ihren Verstecken. Ah, okay. Kalea, ich hab dich. Ach, Manu, ich dachte, ihr findet mich gar nicht. Oh, Scheiße. Und bitte keine von den Bruchlandungen. Ich kann noch nicht besser landen, aber ich dachte, Rubin fehlt. Wo ist Rubin? Ja. Rubin! Rubin! Oh, Scheiße, ich bin wahrscheinlich wieder eingeschlafen. Ich schau mal. Rubin! Ist er doch! Robin! Robin! Dann hol ihn bitte! Ach, ich immer meine Buchlandungen. Robin! Oh, Robin! Ich eile zu Hilfe! Ich finde Effi jetzt die Haare geil. Weiter geht's! Weiter geht's! Alalalalalala! Keine Ahnung. Achtung! Buchlandung! Oh, Entschuldigung. Aua! Eine Bruchlandung nach der anderen hier. Ja, aber was gibt es eigentlich für wichtige Neuigkeit? Mal echt interessant. Ein Ganzgott ist in unserem Reich. Ist ein komisches Pferd, was sich für einen Ganzgott ausgibt. Einen Ganzgott? OMG, wo ist der? Das weiß ich leider auch. Oh. Mein Vater hat mit ihm gesprochen. Über was redet ihr da? Über dieses Pferd.
Es ist doch nur ein Pferd. Ja, eigentlich nur ein Pferd. Und ich möchte, dass ihr euch nicht weiter darüber beschäftigt. Verstanden? Wieso denn? Ihr beschäftigt euch mit diesem Pferd nicht weiter. Das geht euch nichts an. Ich bin die Prinzessin hier. Selbst wenn es geht dich trotzdem nicht an. Es geht was dein Vater an. Und doch bist du zu jung, um sowas zu lernen. Und doch seid ihr alle zu jung. Tut mir leid, es soll keine Beleidigung sein. Aber das ist halt nun mal so. Mann, warum kannst du denn da nicht stehen? Ja, ich kann keinen. Also ich kann da nicht stehen. Ist es eine Schwester? Aber du stimmst mir doch zu, Schwester, stimmt? Was denn? Ah, du kapierst aber auch echt gar nicht. Du hast uns nichts erzählt. Schon mal auf die Idee gekommen, dass wir die neuen Neuigkeiten nicht aus deinem Kopf lesen können. Ich habe euch doch gesagt, dass ein neues Pferd hier ist, das sich für einen ganz Gott ausgibt. Warum schauen wir uns das nicht einfach an? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört, was der gesagt hat? Leute, ich glaube, wir sollten erstmal wissen, wo dieses ganz kurz Dings da ist. Da. Love is da. Ja, ich habe Sprachfehler. Aber wir sollten erstmal wissen, wo das ist. Ja, aber wir müssen es heimlich machen. Am besten. Wir tun so, als würden wir irgendwas spielen. Was sollen wir denn spielen? Hange. Ich weiß was Besseres. Ich bin ein Drache, also du bist ein Drachenpeger und ich bin der Drachenreiter und ihr müsst versuchen, uns zu fangen. Oder am besten, ich würde sagen, diese Nervensäge. Was wollen wir dran? Dann kommt der halt eben nicht mehr. Ja, dann verpasst Rubin halt alles und ich fürchte Asta La Vista auch. Nein, ich mach mit. Okay, also ihr drei verfolgt uns und wir schauen dann mal, wo sie sind. Also vielleicht... Ich wette, sie haben sich wahrscheinlich im Palast zurückgezogen. Ich schleiche mich rein, ja? Ich darf ja sowieso reingehen. Ich darf aber auch reingehen. Ja, gut, wir gehen rein und ihr wartet von mir. Wir versorgen euch mit Neuigkeiten. Also, los geht's! Hey, ja! Hinter den Drachen her! Hey, du musst... Schnell, Drache! Runter zum Palast! Hinter den Palast! Mein Drache kann immer noch nicht landen. Oh, ich will noch keine Bruchlandungen. Wir haben dir ganz oft gesagt, dass du da heranheben sollst. Ein Flug ist anstrengend, oder? Ja, kann ich mir denken, kann ich nicht mehr. Komm, wir gehen jetzt beide in den Palast, Schwester. Diese ätzende Tür. Geschafft. Au, ey, mich wieder rausholen. Tür schließen. Sesam, schließe dich. Oben, ich gehe jetzt runter und schaue, was sie machen. Okay. Wer ist Drachen? Das ist meine erste Frage. Drachen ist ein Drachen ist der Dino der Angst. Wir haben aber keine Angst. Na gut. Gut, aber nur weil es Drachen ist. Also, wie sieht dein Plan aus? Wir suchen die restlichen Teile des Bundes des Lichts und besiegen Drachen. Puzzleteile? Nassenwesen, alle möglich. Na, das ist was anderes. Und hast du eine Ahnung, wie die aussehen könnten? Verschieden? Ja, und könntest du mir vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen? Pferde, Einhörner, Pegasusse. Ja, okay. Aber eigentlich darf ich das ja gar nicht sagen. Aber Rainbow, unser Königseinhorn, ist ein Teil des Puzzles des Lichts. Was? Naja, ein Termes, der Götterbote. Jetzt gibt's auch noch einen Götterboten. Wird immer schöner. Die spinnen ja alle heutzutage schon. Eine Frage.
Frage. Könnte es auch einer von uns sein? Ja, unsere Tochter. Welche? Die ältere. Ich gehe mit ihr. Sie gibt sich sehr schnell und gerne in Gefahr. Deswegen. Sollen da sonst noch jemand mitkommen von uns? Die Eule. Eine Frage. Wozu brauchen wir die Eule? Man sollte nicht alle in Gefahr bringen, sondern nur die müssen. Unsere Hedwig muss doch nicht in Gefahr gebracht werden. Ja, aber der Vogel könnte uns wirklich zu nützen sein. Scharfer Krallen, spitzer Schnabel, starker Schnabel. Wenn wir Drachegon verletzen, wird seine Magie geschwächt. Na gut, aber du trägst die Verantwortung. Ja. Warte, Mist, das muss ich dir sagen. Oh mein Gott, du bist... Wir klären das alles draußen. Greif mit. Also Leute, es ist wirklich gefährlich. Sie ist ein Teil des Puzzles des Lichts. Und was das ist, weiß ich selbst nicht. Es scheint ein Puzzle zu sein und es ist wirklich gefährlich. Eine der Schattenwesen. Das sind genau drei, wenn ich ehrlich bin. Der Dino der Angst, die Dame der Dunkelheit und der Stein der Furcht. Ja, der Stein... Oder so ähnlich. Der Stein des Bösen. Der Stein des Bösen. Der Stein des Bösen. Ja. Und der Dino... Oder kenne ich mich damit doch warte mal, auch nicht aus. Der Dino der Angst. Der ist aus der Unterwelt gekommen. Oh, oh, das wird ja wirklich gefährlich. Ich glaube, der heißt Aragorn, oder? Ja, heißt er. Und wenn. Und aber sie? Ich möchte nicht. Ich möchte mich nicht in Gefahr begeben. Es tut mir leid, aber ich habe genau zugehört. Du hast es vielleicht nicht so ganz verstanden, aber das Geflüster habe ich verstanden. Du bist ein Teil des Puzzles des Lichts und damit bist du, bist du ein Teil. Das Puzzle des Lichts besteht aus Wesen. Und diese Wesen können Aragorn besiegen. Du bist ein Teil, dann das Königseinhorn. Ein Königseinhorn, Leute, das ist was Einmaliges. Wir müssten alle mitkommen, Sie. Wir werden dir helfen. Na gut, dann bin ich dabei. Ich auch. Ich natürlich auch. Ah, ich auch. Und ich setze mich für Rubin ein. Die wollen bestimmt auch mitmachen. Ja, also. Zusammen. Hilfe! 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 Wir werden angegriffen! Hilfe! Hilfe! Wir werden angegriffen! Komm, Leute, wir müssen gucken! Ja, hinter dem Palast! Komm da runter! Runter! Ab in den Palast, wo dich jeder sieht! Aua! Kali, wie können wir nicht in den Palast verstecken? Na gut, versteckt euch, aber pass auf! Was? Wir werden angegriffen? Ja, wir werden angegriffen, Chef! Sehr früh bemerkt! Und schlafen Sie hier, oder was? Mach keine große Klappe. Ja. Rosalie, du kommst bitte mit. Bleib du dahinter stehen, Rosalie. Jetzt pass auf, sonst läuft sie am Ende doch nicht weg. Los! Gehst du nicht weiter? Achtung, ich kann nicht mehr rechtzeitig landen. Wir haben jetzt keine Zeit, oh Scheiße. Das ist der Drache und er ist, ich habe ihn gerade daher geschickt. Warte. Dann lass ich den mal los. Papa, was willst du in meinem Reich? Dein Reich. Rito! Was hast du getan? Geh runter von mir! Okay, da
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man den Dinosaurschrecken so leicht besiegt. Hey! Mich findest du, Kinder! Selbst im Tod bist du noch nervig! Ich bin nicht nervig! Ich brauche den hier. Kriegst du nicht! Kannst du mir... Leute, Rubin fehlt! Der pennt doch nur. Ja, aber trotzdem, stell dir mal vor, Rubin passiert. Was ist das eigentlich? Leute, wir müssen da was tun. Wir haben das Fenster nicht zugenagelt, aber hört ihr diesen... Laufen, ich guck mal raus. Oh, Mist, ich fürchte, wir haben es echt mit jemand Gefährlichem zu tun. Leute, wir müssen was unternehmen. Was ist das eigentlich da? Was ist eigentlich in dem Beutel? Edelsteine, da sind sehr viele Edelsteine und die blau gefallene Ameise. Ist da noch mehr drin? Ist da noch mehr drin? Nein, da ist. Bitte, das sind die Perlen der Planeten. Guck mal. Ich helfe dir mal. Da sind sie. Ist da noch was drin? Ja, da ist noch was drin. Welche ist das? Oh, Essen! Ist das Daylight? Ist das Daylight? Das ist. Das ist das Nebelmoor, da nehmen wir. Da bin ich! Und da bist du. Guck mal, da bist du! Ja. Die letzte Perle. Und die letzte Perle. Letzte. Vier Perlen. Oh mein Gott, das sind die Perlen, mit denen wir Dragon besiegen können. Wir müssen was unternehmen!